Hey ja, wir sind heute in der neuen Folge der MSV-Karriere und was erwartet euch? Ganz einfach, es erwartet euch der Zweitliga-Auftakt, der DFB-Pokal-Auftakt gegen Nürnberg, dann auch ein Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Und dann gibt's noch das neue Trikot und noch ein paar Transfers hoffentlich. Beziehungsweise hoffentlich auf jeden Fall ein. Und ich würde mal sagen, mehr kann in einer Folge eigentlich gar nicht passieren. Und deswegen würde ich mal behaupten, starten wir direkt in die Pressekonferenz und gehen sofort zum ersten Spieltag gegen SV Sandhausen. Doch bevor wir jetzt so richtig reinstarten, habt ihr natürlich mal wieder die Möglichkeit, dem Video jetzt schon einen Daumen nach oben zu geben. Würde mich mega freuen. Ebenfalls wird dieses Video mal wieder unterstützt von OneFootball. Wer Lust hat, die App runterzuladen, sehr gerne mal den Link in der Videobeschreibung folgen. Die erste Frage, kann das Team einen Platz im Tabellenkeller verhindern? Ich würde mal sagen, die Konstanz ist entscheidend. Ja, ich würde mal sagen, es hat den Kern getroffen. Wir dürfen nicht so viele dumme Fehler machen. Zudem die Frage, ob der Jako seine ersten Spielminuten bekommt. Und ganz ehrlich, ich glaube, er wird zeigen, dass er der Richtige ist. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ihn einwechseln werden. Und damit sind wir in der Schau uns dann Reisen Arena angekommen. Und ich erwarte natürlich, hört sich jetzt blöd an, da wir der Aufsteiger sind. Ich erwarte einen Sieg. Ich möchte gegen Sandhausen die ersten 3 Punkte holen. Und hier seht ihr das erste Mal die neuen Trikots vom MSV Duisburg. Und vielen Dank an dieser Stelle an Realnetz, der es mal wieder möglich gemacht hat, dass ich die Trikots verwenden kann. Das heißt, er hat sie erstellt und mir einfach mal wieder so zur Verfügung gestellt. Und das ist extrem nett von dir. Link zu ihm findet ihr auch in der Videobeschreibung. Hier nochmal die Trikots in der vollen Pracht und auch endlich ein richtiges Torwart-Trikot. Und was soll man sagen? Die Trikots sind natürlich den künftigen MSV-Trikots ein bisschen nachempfunden und ich finde die extrem nice mit dem, ja, ich sag mal, wirklich richtig guten Zebrastreifen. Ich finde, das kann man auf jeden Fall mal bringen. Und hier unsere Startaufstellung. Hat sich nicht viel geändert. Mai spielt von Anfang an, unser Neuzugang vom FC Bayern 2. Dayaku sitzt nur auf der Bank und natürlich ansonsten, wie man es von uns kennt. Wir suchen ja immer noch einen Stürmer und wir haben da ja einen bestimmten Stürmer, den wir versuchen wollen zu verpflichten, und zwar einen Matcher. Ob das funktioniert? Ja, ich hoffe es. Und ich weiß, dass auch jemand erwartet hatte, dass wir ab jetzt Köpi als Sponsor haben, aber so ist es nicht. Wir haben weiterhin Schauensland Reisen als unseren Sponsor und nicht wie Duisburg teilweise in echten DFB-Pokal spielen. Königspilsener könnte man machen, wäre auch irgendwie ganz lustig. Aber erstmal bleiben wir bei Schau ins Land Reisen. Ich bin schon glücklich genug, dass wir neue Trikots haben. Stimmt doch oben mal ab, wie ihr die Trikots findet. Findet ihr die geil? Ja oder nein? Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall sind das die Trikots für die hoffentlich erfolgreiche Zweitligasaison. Und ich habe mich auch irgendwie noch nicht getraut, so wirkliche Ziele zu formulieren, wo ich am Ende dieser Saison landen möchte. Auf jeden Fall möchte ich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ja direkter Aufstieg wäre wahrscheinlich fatal mit unserer Mannschaft. Wanner hat sich ja auch festgespielt in der Rechtsverteidigung. Jetzt fehlt natürlich unser Stürmer vorne, weil der hinten ausgeholfen hat, der auch nicht jünger wird. Sieht jetzt aber hier den Laufweg von Tyler. Tyler muss in die Mitte legen. Da ist Daschner. Und Moritz Daschner macht das 1:0 für den MSV Duisburg. Richtig geil. Richtig, richtig schöner Konter. Vermeid, der den Ball in der eigenen Hälfte holt, dann im Angriff fehlt. Aber wen juckt's? Ganz ehrlich, vom Duisburger zum gebürtigen Duisburger. Und Daschner mit der Nummer 13. Macht er das 1:0. Wagnumann läuft da einfach ein, bringt jetzt die Flanke. Da ist Vermey und der kann Kopfbälle. Und damit ist es das 2:0. Was ein Auftakt in der zweiten Liga. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen verwirrt, weil das war jetzt auch nicht so unfassbar schwer. Vor allem der Laufweg von Wagnumann war unfassbar krass. Ja, da sieht man es. Wagnumann läuft einfach in den 16er, interessiert dieser Tausender nicht. Und dann kommt da die Flanke und dann der Kopfball von Vermey und den muss der Torwart haben. Mit dem Pass auf Daschner und Daschner will sich bei Tyler revanchieren und das macht er richtig gut. 3:0 in der 26. Spielminute. Ja gut, ist jetzt kein so geiler Auftakt für Sandhausen, für uns umso besser. Aber auch krass, wie das einfach abgelaufen ist und noch umso besser, wie gut der Abschluss von Tyler war. Ja, 3:0. Wir sind in der Halbzeit angekommen und ich würde mal sagen, in 3:0 lässt sich auf jeden Fall sehen, vor allem wenn es der Liga-Auftakt ist und als Aufsteiger. In der 63. Spielminute gibt es einen Doppelwechsel. David verlässt den Platz für Gruev, den Neuzugang, und der Dayaku feiert sein Debüt für Stoppekamp im linken Mittelfeld. Und natürlich wird auch mal wieder Gambalis eingewechselt für Lukas Böder. Und jetzt Lukas Daschner. Und da ist der Dayaku und ich wollte es dem 21-Tore-Mann aus der letzten Saison einfach gönnen. Alter, was machen die denn da? Oh, das muss Mai gut machen. Und da ist er da 3:1. Alter, was war das denn für eine Abwehrleistung? Nicht mal Mai ist daran schuld, sondern wie es dazu kam, dass der Asiate, ich weiß nicht, wer es ist, einfach durchrennen konnte.
Und dieses Gegentor war auch die letzte Aktion. Nichtsdestotrotz gewinnen wir 3:1 im Auftaktspiel. Das kann man auf jeden Fall machen, vor allem als Aufsteiger. Auch Dayaku konnte nicht überzeugen. Ja, was soll er denn großartig machen in den paar Minuten, die er gespielt hat? Und bei einem neuen Team hat man es halt nie leicht. Man muss sich erstmal eingewöhnen, neue Spielweise und so weiter und so fort. Vor allem auch neue Liga kennt Dayaku ja auch noch nicht unbedingt. Der Reporter ist der Meinung, dass Wanner ein Duisburg-Star werden könnte, weil er eine gute Vorbereitung gespielt hat und noch ein gutes Spiel abgeliefert hat. Von daher würde ich sagen, das sind die wahren Siegertypen. Denn ganz ehrlich, Wanner hat ein gutes Spiel gemacht, wusste mal wieder zu überzeugen in der Linksverteidigung, der wird auch immer besser gefühlt. Und die Hauptsache ist, Sebastian Neumann entschuldigt sich für die ganzen Gerüchte in letzter Zeit. Und sind wir mal ehrlich, ich möchte doch eigentlich, dass er wechselt. Und deswegen denken wir drüber nach, obwohl ich ja eigentlich immer noch hoffe, dass wir ihn verkaufen können. Und wir werden natürlich nochmal in diesem Part versuchen, Matcher zu verpflichten. Allerdings fehlt uns dafür noch das nötige Kleingeld. Wir müssen erstmal Spieler verkaufen. Und ausgerechnet kriegen wir ein Angebot für einen Spieler, den ich nicht verkaufen möchte. Und deswegen werde ich auch das Angebot für Lukas Böder ablehnen. So, soweit. Der Star-Scout aus dem Katalog ist zurückgekehrt. Und ich bin gespannt, was für einen Spieler er uns gebracht hat. Und ich glaube, Daniel Decker ist neu. Und ich bin extrem gespannt. Ist ein Mittelstürmer, beziehungsweise kann er bestimmt auch auf der Sturmposition spielen. Ist ein Niederländer. 1,89 groß, starker Fuß links. Hat das Potenzial von 80 bis 94 und endlich mal ein Stürmer, der eine ordentliche Größe hat. 1,89 ist richtig, richtig nice, denn ich habe das Gefühl, dass man voll oft nur Stürmer findet, die irgendwie so 1,70 groß sind oder so. Und das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, wenn der Typ sich gut entwickeln würde. Ist jetzt allerdings erstmal 15 und von daher noch kein Spieler für unsere Startelf, beziehungsweise für unseren Kader. Wer allerdings ein Spieler für unseren Kader ist, ist Oliver Böhm. Er ist auf dem linken Flügel zu Hause und ab jetzt auch in unserem Kader. Und ganz ehrlich, ich freue mich auch extrem auf Nils Groß. Hat jetzt schon eine Gesamtstärke von 59 und auf jeden Fall das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Zudem gibt es noch das ein oder andere Scouting-Update. Münir Mircan hat derzeit eine 64, genauso wie Finn-Ole Becker. Und Rhys Oxford hat derzeit eine 69 und einen Gesamtwert von 1,5 Millionen. Aber wie gesagt, Matcher steht bei uns erstmal auf der Nummer 1. Und endlich kriegen wir mal ein Transferangebot für einen Spieler, den ich tatsächlich verkaufen möchte, und zwar Šepanek. 450.000 halte ich für gar nicht für so unrealistisch. Alter, dann halt 400.000. Hasse es. War aber auch unverschämt, 380.000 für Šepanek zu verlangen. Da wir ja eh derzeit planen, einen neuen Stürmer zu kaufen, habe ich mich erstmal dazu entschieden, Jacques Suhr auf die Transferliste zu packen. Er hat zwar eine grandiose Drittligasaison gespielt, aber ich würde jetzt erstmal mehr auf Vincent Vermey bauen und dann wollen wir immer noch versuchen, Matcher zu verpflichten. Und dann haben wir ja mittlerweile auch in der Jugendschule noch einen Daniel Decker, der auch noch extrem durch die Decke gehen könnte. Jetzt heißt es aber erstmal Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Und das sind unsere neuen geilen Auswärtstrikots. Und damit ist es soweit. Aufsteiger gegen Absteiger. Und damit ist der Absteiger Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall der haushohe Favorit. Hat auch punktuell gesehen auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Aber wir werden hier natürlich alles geben. Und wie beim Heimtrikot, gerne auch beim Auswärtstrikot. Sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und hier die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Sechs Steffen ist ja mittlerweile weggewechselt und damit haben sie jetzt nur noch Wolf im Tor. Hoffmann, absoluter Liebling von mir, ja. Extrem starke Verteidigung. Tekpetay ist auch nicht schlecht, genauso wenig wie Stöger. Heißt, Düsseldorf hat eine starke Mannschaft. Und kleiner Spoiler, wir spielen mit der exakt selben Aufstellung wie gegen Sandhausen. Und ich hoffe auch, ähnlich erfolgreich. Tekpetay, schneller Spieler, läuft allerdings erstmal ins Aus. Und das Spiel ist natürlich schon irgendwie ein Gradmesser für die Saison. Sollen wir es jetzt tatsächlich schaffen, gegen Fortuna Düsseldorf zu gewinnen, können wir ziemlich offensive Ziele setzen für diese Zweitligasaison. Na, funktioniert erstmal nicht ganz so gut, aber Böder steht da genau im Weg. Und da ist Stoppelkamp und wir kennen Stoppelkamp, der zieht gerne mal ab und der war gar nicht so schlecht. Jetzt muss der Ball auf eng gehen und das riecht nach einem guten Konter für uns. Da ist Tyler, der kommt auch zum Schuss und haut den Ball rein. 1:0 für den MSV Duisburg durch Tyler, der ja eh dafür berühmt geworden ist, ständig das 1:0 zu erzielen. Das macht er hier wieder richtig, richtig gut. Mit einer komischen Ballannahme. Ich war der Meinung, der ist zu weit vorgelegt, aber der macht das halt richtig, richtig stark. Vor allem hüppelt der Ball sich da ein zurecht und der Ball ist so genau geschossen, nicht zu machen für Raphael Wolf. Oh, stark. Und damit sind wir in der Halbzeit und ich würde sagen, wir führen relativ souverän 1:0, auch wenn Düsseldorf auch schon die Möglichkeit gehabt hätte, ein 1:1 zu erzielen. Starker Pass. Oh mein Gott, war dieser Pass stark. Und jetzt der Pass in den Rückraum und da ist Tyler und der macht das 2:0. Doppelpack. Danny Tyler, würde ich einfach mal behaupten. Und auch Ahmed Engin, extrem starker Laufweg und vor allem dieser Pass zu Engin war unnormal stark von, ich glaube, Wagnermann.
Und keiner achtet auf Tyler, der kann am Rückraum machen, was er will. Und damit hat dann auch Engin kein Problem, den Ball dahin zu spielen. So, Daschner. Der hat natürlich auch ein Tempo mittlerweile und der rennt auch Hoffmann einfach davon. Und jetzt dieser geile Pass in die Mitte und da kommt tatsächlich ein geiler Pass bei rum. Tyler und lüpft den Ball. Nein! Oh mein Gott, das kann nicht sein. Und da ist Vermey und Vermey nutzt die Chance 3:0. Ich weiß nicht, was hier teilweise mit der Abwehr los ist. Also teilweise stehen unsere Spieler einfach mal viel zu frei. Das ist jetzt derzeit gar nicht mal so unfassbar schwer, Tore zu erzielen. Und damit typischer Wechsel mittlerweile. Stoppekampf wird ausgewechselt für der Jakku. Heute schon eine Vorlage gemacht und kann hier wieder nicht aufgehalten werden. Ahmed Engin mit dem Pass in die Mitte und da ist das 4:0. Vincent Vermey mit dem Doppelpack. Und hat jetzt damit genauso viele Tore geschossen wie Tyler. Ja, und nach dem 4:0 wird erstmal Daschner ausgewechselt für Albutat und Böder ausgewechselt für Gembalis. Beide kriegen damit ein paar Spielminuten noch. Ja, und als Düsseldorf-Fan muss ich sagen, hätte ich gerade keinen Bock mehr, weil 4:0 vom Kontrahenten bzw. von einem der größten Derby-Gegner abgeballert zu werden, fände ich ja schon ein bisschen kacke. Aber jetzt erstmal hier, ja, Möglichkeit für Düsseldorf. Das war nicht so nice und dann springt der Mai noch rein, richtig gut. Tyler. Das wär's gewesen. Am Poma. Und da kommt der Pass in die Mitte und Plogmann mit der übelst geilen Parade. Und damit halten wir eventuell auch mal die Null. Cataldi bringt den Ball rein. Da ist Mai. Wir stehen überhaupt nicht optimal, aber Plogmann steht optimal. Und damit gewinnen wir gegen Fortuna Düsseldorf das Derby für mich in der zweiten Liga. Gerade eben in dieser Saison 4:0. Das kann man auf jeden Fall mal so machen, aber ich kann mir vorstellen, dass in Düsseldorf jetzt erstmal die Bude brennen wird. Und die Trainingseinheit ist auch relativ erfolgreich. Lars Lukas Mai verbessert sich auf die 69. Gibt allerdings erstmal ein monatliches Scouting-Update von Albrecht und Julian Schäfer wird's nicht. Lennart Graf ist der einzige, der einigermaßen interessant sein könnte, von daher lasse ich ihn weiter beobachten. Alter, wir kriegen keine Angebote für irgendeinen Spieler von uns, sagte ich und kriege ein Angebot für Sebastian Neumann. So, was ist das Problem bei Sebastian Neumann? Ganz einfach, sein Vertrag läuft kein Jahr mehr und er steht auf der Transferliste. Heißt, ich darf auf gar keinen Fall zu viel verlangen und deswegen verlangen wir jetzt 1,8 Millionen Euro. Wollen die mich verarschen, Alter? Ich bin 300.000 über den Marktwert gegangen. Mal gucken, ob wir es überhaupt noch schaffen, Matcher in dieser Transferperiode zu verpflichten. Ansonsten müssen wir eventuell auf andere Spieler ausweichen. Wie ihr vielleicht merkt, sehe ich ein bisschen anders aus als im Rest der Folge. Das könnte daran liegen, dass mir gerade im Schnitt aufgefallen ist, dass anscheinend die Aufnahme gestern Abend irgendwann abgeraucht ist und ich davon nichts gemerkt habe. Und der letzte Speicherstand befand sich vor dem Nürnberg-Spiel. Und das bedeutet jetzt einfach mal eiskalt, weil ich gerade keine Zeit mehr habe, das Spiel jetzt nachzuholen und nachzuliefern, dass der Part doch ein bisschen kürzer ist als geplant. Das bedeutet, das Nürnberg-Spiel verschiebt sich auf den nächsten Part, genauso wie die eventuelle Verpflichtung von Matcher oder anderen Spielern. Das tut mir auch extrem leid, aber ich möchte die Folge heute am Mittwoch noch sehr, sehr gerne bringen. Und wenn ich jetzt noch die Folge aufnehmen muss, beziehungsweise das Spiel hier zu Ende aufnehmen muss und dann noch andere Sachen machen wie geplant, kriege ich das heute einfach nicht mehr hin. Und wie gesagt, ich möchte die Folge sehr gerne heute noch bringen und deswegen... Ja, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ihr habt ja heute Abend mit Champions League auch noch ein bisschen Fußball. Und dann, wie gesagt, verrutscht das Spiel Nürnberg einfach in den nächsten Part, genauso wie die restlichen Transfers. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich extrem über einen Daumen nach oben freuen, wie immer. Und ich hoffe, ihr seid mir da auch nicht allzu böse. Schaut auch gerne bei dem Link von OneFootball vorbei und auch sehr gerne mal bei Instagram. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, der auch nicht allzu lange auf sich warten lassen sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich eure Meinung in die Kommentare. Ihr kennt das und dann, ja, wir sehen uns. Ciao.